The bird machine. Check. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Christmas. Ja, Lukas ist wieder am Start und heute geht's mal wieder richtig ab, ja, oder? Ja, was geht? So, letzte Folge haben wir hier angefangen, so eine Dirtmauer hier hochzuziehen. Habt ihr wahrscheinlich eh gesehen. Und heute werden wir die hier endlich fertigstellen. Ja. Zusammen mit Lukas. Und dann würde ich sagen, starten wir halt rein. Ne? Dann geben wir uns jeder eine eigene Aufgabe, würde ich sagen. Was wir jetzt machen, der eine soll sich eher um Essen kümmern, der andere würde ich sagen, so ein bisschen um vielleicht Holz und Stein und so weiter. Und dann treffen wir uns irgendwann mal wieder hier mit ein bisschen was. Und dann können wir eigentlich mit dem Baulichen anfangen, oder was würdest du sagen? Bin ganz deiner Meinung, wir können das gerne so machen. Besser dafür. Und ich glaube, du. Wie viel brauchst du noch bei deiner Mauer? Also. Es ist nicht mehr allzu viel. Ja, aber wahrscheinlich. Ja, bis haben wir. Warte mal. Da oben ist noch ein Iglo. Warte mal. Das ja, aber das Iglo können wir lassen. Das müssen wir eigentlich nicht ein. Ja, obwohl. Ja, nee. Ja, wir müssen halt schauen. Die Zombies könnten halt auch von oben reinspringen, weißt du? Und deswegen müssen wir da halt sowieso die Mauer hochziehen. Ja, deswegen. Ich gehe grad so, wie du gebaut hast, den Weg ab, dass ich sick, ob Bonnie jetzt einschlagen muss. Und. What the fuck hatte ich ein Glück. Okay, ich brauche jetzt schnell eine Schaufel. Mein Mann ist schon wieder down. Miau, Katze, was los? So, es wird schon wieder noch. Bist du auch schon so ein Weihnachtswahn wie ich? Ja, für den 2. Dezember, Herr I, endlich sehr viel Weihnachtsmusik schon. Also, ich freue mich. Ich feiere momentan übelst die Weihnachtsremixes. Ja, die schon wieder überall angezeigt bekommen auf YouTube. Die sind mega nice. Gibt es bei dem Video eigentlich Background Music? Ja, den mache ich dann später eine. Also bei der Bearbeitung. Ja, bei mir ist gleich. Also ich hau da auch immer dann im Schnitt rein sozusagen. Ja, im Schnitt. Weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht so aufnehmen und nebenbei Musik laufen zu lassen, weil ich immer den Drang habe mitzusingen. Das würde mich so ablenken. Ja, und bei mir habe ich noch ein Problem. Bei mir ist bei der Aufnahme, weil der PC nicht gerade der beste ist, haut zum Beispiel jetzt Spotify beim Streamen alles okay, gell? Aber hau ich dann beim Aufnehmen was eine, überlässt das voll mein CPU. Oh shit. Ja, deswegen, dann muss ich. Dann ist verständlich. Und, aber das Lustige, beim Streamen funktioniert alles. Ja, ist halt. Aufnehmen ist halt doch ein bisschen intensiv, also extremst intensiv. Überhaupt mit OBS ist also extremst intensiv aufzunehmen. Nimmst du auch mit OBS auf? Ja, ich nehme auch mit. Also ich habe früher andere Programme verwendet, wie zum Beispiel Shraps oder Action oder so. Aber bin halt von dem Programm jetzt einfach weg, weil mit OBS, es ist halt einfach ein Programm und du musst nicht 20 Programme öffnen. Ist halt einfach viel angenehmer. Ich weiß noch, zu meinen Zeiten Shraps aufnehmen und nebenbei mit Audacity den Ton, weil mit Shraps der Ton so schlecht war. Das war halt damals echt belastend. Oh verdammt, ich bin im Ernst zu weit drinnen. Verdammt. Ja, macht ja nichts. Mach mal so. Hier so eine Kante und fertig. So, perfekt. Ist ja nur professorisch. Das sieht dann sowieso anders aus. So, ja. Was würde. Nice, Alter, jetzt haben wir hier schon mal. Ne, das wohl. Ich hab Lobe, Schweißbrunne weg. Was würdest du. Also hier sollte jetzt. Was meinst du? Wenn wir da in der Mitte so einen großen Fichtenbaum hin platzieren, da so circa. Du meinst so weihnachtsbaummäßig? So weihnachtsbaummäßig, ja. Ja, das wäre geil. Alter, weißt du, was geil wäre, wenn wir so ein Viererfichten, also so vier Setzlinge zusammentun, ne? Das meinte ich gerade. ja, und dann hoffen, das ist so. Dass so ein ganz niedriger Laubbaum ist, weißt du, nicht so ein hoher, sondern ganz niedrig. Also da müssten wir ein paar Place wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass das beim ersten Mal funktioniert. Ja. Hey, Lukas. Ja. Ah! Keine mehr. Was würdest du gerne machen? Sag mal, mach mal so, was würdest du. Ist egal, hau einfach du raus, was du machen möchtest. Dann mach ich den Rest. Ja, also
ich bin eher so ein Höhlenmensch, du weißt davon die letzten Projekte, dass ich endlich immer eigentlich unter Höhlen bin, immer endlich farmen durch, fast nie ein Haus baue. Dann würde ich für uns Eisen, Diamanten und das ganze Orbe suchen gehen und farmen, dass wir dann für uns beide haben, also teilen wenn wir schon. Achso, du gehst schlafen, ja. Ja, also ich würde unter Tage gehen. Okay. Pass, dann mach halt du die Farmgeschichte und ich werde mich um Essenversorgung kümmern. Ja, dann wäre ich mir jetzt einmal. Und auch um Holz. Ja. Ab, Holz ist gut. Auf jeden Fall. Verpiss dich in dein Haus. Spitzhacke? So. Ich liebe diese Zellglocke. Da gehe ich gleich mal hier hin. Alter, wir haben sogar hier einen Eisbär eingezäunt. Alter, ich liebe es. Ich liebe es. Hast du uns einen Eisengolem reingehauen? Nö, weiß nicht, wo der ist. Nice! Oh, fuck, Creeper! Doch, er ist innen. Okay, lol, er ist sogar da. Ist er innen? Ja. Oder ist es dann da? Nein! Oh! Ja, das kann auch sein, ne? Lol, da unten sind 5 Villager in dem Loch! Hä, was waren die da? Ja, moin! Kommt raus! So, kommt's raus, meine! Ja, nee, ist. Weißt du sogar, dass man Villager, von Villager den Trade jetzt momentan, also man kann den billiger machen? Kennst du den Trick? Schon mal was davon gehört? Nur wenn du, also das einzige, was ich weiß, du hast dann billiger, wenn du Held des Dorfes hast. Von den Raids. Ja. Und es gibt aber eine Möglichkeit, da kannst du einen Villager richtig OP machen. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel den OP-sten Villager her, was es gibt, das ist Manning, ne? Ja. Und man kann, indem man den Villager mit einem Zombie zusammensperrt. Ja. Und also der Villager tradet jetzt Manning. Mhm. Dann sperrst du mit einem Zombie zusammen. Der Zombie infiziert den Villager wieder. Dann trennst du die zwei wieder. Machst den Villager wieder rückgängig. Und sein Angebot verbilligt sich. Und das kannst du so lange machen, bis er ein Mending-Buch für einen einzigen Smart tradet. Lol. Okay, nee. Das geht mit jedem Villager, mit jedem Buch, mit jedem Angebot, was er hat, die werden immer billiger. Es ist so Ort, Dorf des, Held des Dorfes, nur halt für einen Villager dann in der Ort, sagt er da? Ja, du kannst es halt dann immer verwenden, nicht nur, wenn du den Effekt hast. Ja, das ist halt das, ja. Oh shit. Ach, oh, down. Er ist ja tot. Grüße gehen raus. GG. Grüße gehen raus an meine Eltern, an meine Schwester, an meinen Cousin. An Berge. So ein schönes Leben mit euch. So. Okay. Danke für nichts, Alter. Danke für nichts. Also das wird der Gaming Life wahrscheinlich nicht im Texture Pack haben, was ich da. Also ich hab die Erze umrundet, dass es ja ein bisschen leichter erkennen. Nee, ich hacke nicht. Das ist so richtig UHC, Alter. Freilich. Alle UHC Gamer auf Gomme verwenden das. Ja, mir hat's aber gefallen, ich hab das endlich nur, weil es mir gefällt. Okay, warte. So, jetzt weiß ich werde. Ah, jetzt wollte ich die Kuh töten, aber dumme Idee. Wie werden die einsperren? Ah, jetzt brauchen Weizen. Ich brauche jetzt Weizen. Ja, ich hab Weizen angesetzt. Ich weiß nicht, wie weit das ist. Ja, ich hab Knochenmehl. Okay, ja. Beim Feld hinten, beim Schnee. Dürten, hast du gerade beim Feld hinten beim Schnee gesagt? Ja. Hab ich. Alter, hier ist überall Schnee. Ja, aber das dort ist mit Schnee, das andere ist mit Holz. Ah. Ja, bitte. 1-0. Ha! Ja! Mensch! Geil. Ich tue Kohle in unseren Hauptofen dort, eine bei der Workbench, gell? Jo, okay. Haben wir jetzt eigentlich hier direkt auch eine Mine hier in der Link hier? Also in dem Dorf, weil du hier gleich rumläufst, deswegen. So. Nö, ich weiß nur, wo Kohle ist. Ach so. Ja, aber es gibt ja drüben eine Höhle, ne, oder? Nee, die habe ich zugemacht, ja. Weil die Villager sind mit einer hupfen. Ja, aber ist geil. Kann man farmen gehen. Ja. Ah, jetzt habe ich hier wieder Kartoffeln, die habe ich mal in den Ofen rein. Kohle ist normalerweise drin. Ja, ich habe hier ich brate mein Essen immer in diesem Haus hier. Mhm. Da habe ich nämlich Holz drin. Oh. Puh,
So, und jetzt gehe ich mal die Kuh holen am besten. Ich habe im ersten Part voll den Fell gehabt. Ich war nämlich so unterwegs. Was für ein Fell? Ja, ich war unterwegs. Wollte gerade zurückgehen, weil meine Schaufel kaputt wurde, ist meine Holzschaufel. Hab die Schlucht da oder diese Höhle nicht gesehen und zack, voll reingeflogen. Es ist. Also, ich hab gerade die Facecam nicht ein, aber hätte, war die Facecam ein. Das wäre, ich glaube, der komischste Gesichtsausdruck ever gewesen. Ich hätte gelacht, wärst du gestohlen. Ja, der hätte aber ja gelacht. Das wäre ein richtig nicer Clip gewesen. Ja, wir sehen ja nicht auf Twitch, Flut. Nee, so. Aber Fluffix macht 100%ig wieder ein Best-of. Also ein. Fluffix macht ein Best-of von deinen Videos. Nee, aber von Christmas 1 hat er gemacht und von meinem 4-Stunden-Stream. Und ich frage ihn mal, ob er es wieder machen würde für Christmas 2. Zum Beispiel, weil da müsste halt bei dir auch ein bisschen schauen. Und dann, ja. Weil bei dir wär's ja jetzt so. Ich grüße meine Eltern. So, ich hab jetzt mal Huhn auch rangeholt hier. Ja, ich geh schon. Vielleicht finde ich noch irgendwo ein Tier. Hey, ist Village außerhalb des Dorfes, was machst du da? Geh doch rein. Bist du rein? Kann man die Villager eigentlich irgendwie heranlocken? Haben sie das jetzt verbessert? Nicht, dass ich wüsste. Das Einzige, was ich weiß, was sie verändert haben, ist das Vermehrungs... Also wie sich die Villager vermehren, oder? Weil früher hast du ja Brot und Türen gebraucht. Es fuck, wo es dann so laut war in einer Villager-Farm. Ja, ich meine, du brauchst jetzt eigentlich nur noch mehr Betten und Türen, das war's. Und zwei Villager halt. Okay. Wo ist die Webcam? Ich hab's hier schon an der Was ist denn da drüben? Sind das Pferde oder was ist das? Kein. Ja, Mann, Alter, hier sind Pferde. Mega. Okay. Meine Standardausstattung. Die töte ich jetzt erstmal nicht. Nee. Boah, hier sind sogar Schweine, Alter. Was, wo leben wir denn hier? In Minecraft Christmas 2. Das ist ja göttlich. Also, wir haben Essensprobleme. Dumm. Einfach nur dumm. Und das Zuckerrohr könnte man dann noch ein bisschen erweitern, wenn wir Leder genug haben. Das werden wir schon probieren, Level 30 Enchanter, oder? Dass wir den. Hier ist nochmal ein Huhn. Oder? Dass wir den irgendwie schaffen. Den Level ja, 30. Das müssen wir schon, das schaffen wir nun mal easy. Nicht dazu lochen. Also, ihr habt die Map einmal gehabt, die wird so lochen, auf einmal unterm Dorf einfach beinhartes. Endportal. Das wäre aber sehr random. Okay, ich hab Eisen schon einmal. Nice. Irgendwo war ja hier ein zweites Huhn, aber wo? Warte, dann gehen wir mal wieder auf hier kurz. Wir werden wahrscheinlich. Oder war das dieses Huhn, was ich gerade. Warte, du hast eh gesagt, du brauchst Sachen drinnen in deinem Haus, gell? Weil dann würde ich die zwei Sachen mitnehmen. Hast du Workbench? Ja, nimm die nur mit. Ich habe genug, ich habe Holz, ich habe alles eigentlich. Okay. Dann würde ich jetzt wirklich unter Tage gehen, richtig und. Wahrscheinlich Full Iron und wenn nicht sogar Full Dia wieder hochkommt. Alles klar. Ja. So, dann wird hier jetzt einmal sagen, ich da irgendwo einen Ofen nochmal eine. So, nicht so. Hast du vielleicht einen Block, den was du überhaupt nicht magst in Minecraft? Ein Block, den ich überhaupt nicht mag? Ja, also ich hab an. Nee, eigentlich nicht. Bei mir ist es Gravel. Wieso magst du den nicht? Immer wenn ich auf Höhe 11 farme, kommt eine. Alter, ich sag Gravel und dann ist er da. Kommt heute immer eine so lange Schneise, nur Gravel. Und das fuckt mit einer Zeit wirklich ab. Und ich glaub, ich bin in Minecraft Minivaro 2 bei dir durch Gravel gestorben. Oh, das ist lost. Ja, ich glaub, dass ich deswegen gestorben bin. Ich war eh schon mit dem Hunger. Down. Also, ihr habt nichts mehr zu essen gehabt. Und
dann noch durch einen Creeper und dann durch Kies gestorben. Also beim Creeper habe ich, hab ich mit einem Herz überlebt und dann kommt einfach Rebel von oben, aber zack, tot. Den Clip hätte ich gerne. Ja, ich hätte da gerne aufgenommen, doch. Da hätte ich wirklich gerne aufgenommen. Die Lost, Alter. Na, wenigstens. Wenigstens war mein Tod nicht so erbärmlich wie Bergesteiner. Man sneakt immer beim Runtergraben. Und er fällt runter. Boom. Das waren noch Zeiten. Ah ja, Villager kommt und haut sich einfach gerade über die Bombe. Ah ja, das war ja nur noch 4, ne? Diese ganzen Anzeigen, wenn die Koordinaten aufmachst, ist so crap. So, Schneeblöcke, nice. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt Schneeblöcke gekauft habe, aber kein Bock, so viel. Die gibt mein Inventar zu haben, so viel Schneebälle. Ich hab sie verballert. Das hier essen brauche ich noch ein bisschen. Jetzt wird gerade leider Nacht, du hast wahrscheinlich kein Bett mit, ne? Nee, das ist bloß das Anziehen, was in dem Top. Aber ich bin nicht so weit weg von oben. Also ich laufe schon hoch. Ich glaube, ich habe dich gerade irgendwo gesehen. Ah, da hinten bist du. Ja, ja. Sonst baue ich hier schon ein Bett ab. Bitte, läuft schon. Kannst du das? Ja, dann kannst du das immer mitnehmen. Stimmt. Habe ich jetzt die Fackel drin? Ja, ich habe eine Fackel drin gesetzt. Okay. Hey! Scheiß Villager schläft schon wieder beim Bett. Hä? Ist das Bett weggebackt? Was? Warte, musst du ein bisschen. Ah, jetzt geht's, lol. Musst du ein bisschen ausbauen, weil sonst glitsche wieder. So. Weg mit der Dandelion und daher. So. Ach ja, ach ja, ach ja. Dankeschön. Bitte so. Jetzt bist du eh gerade herum, ne? Oder bist du gerade wieder runtergegangen? Nein, ich bin noch herum. Ja, weil wir haben jetzt nämlich, schau gerade auf die Uhr, wir haben schon wieder 17 Minuten erreicht. Oh. Sogar über 17 Minuten. Wo bist du? Hier bist du. Hey. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, sind wir jetzt wieder an dem Punkt angekommen. Ja. Wo wir hier einfach mal sagen, war wieder eine richtig geile Folge. Ja. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auf jeden Fall bei PlayTV vorbeischaut. Er ist nämlich auch ein richtig nicer Dude, könnt ihr mal auschecken. Das war jetzt sozusagen die letzte Folge, die wir hier zusammen erstmal aufgenommen haben. Das heißt, die nächsten 1-2 Folgen werden wir wahrscheinlich nur alleine halt hier in einer Minecraft-Christmas-Folge agieren. Aber wir haben uns eh die Aufgaben jetzt gegeben, ne? Du machst jetzt ja sozusagen das Mining. Ich überlege mir hier irgendwas für eine Farm und so weiter. Also ein bisschen was ans Essen. Und das wird auf jeden Fall richtig geil werden. Deswegen, Leute, wenn ihr weiterhin bei Lukas die Folgen angucken wollt, checkt auf jeden Fall seinen Kanal aus. Das hier auf meinem Kanal seid ihr richtig. Das gleiche gilt bei mir, beim lieben Gaming Life, abchecken, was er so währenddessen macht, wenn ich unter der Mine bin. Und ja. So, und ich würde mal sagen, Schluck Red Bull wurde noch gegönnt. Ich würde dann mal sagen, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, smash auf jeden Fall den Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne auf den Abo-Button klicken und wenn ihr das macht, auch gleich direkt die Glocke aktivieren. Bei mir so wie auch bei Lukas, damit ihr nichts mehr verpasst. Deswegen bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss. Servus. Take a body's high.